Abend zum ersten Kultur im Handel. Kultur beim City Elektroniker, das ist noch cooler. Ich wünsche euch heute Abend viel Spaß. Versuchen das demnächst vielleicht nochmal mit ihm. Ja, klar. Ein paar Monaten. Zweite Chance. Wie gesagt. Ja, guten Tag, schön, dass ihr da seid. Dann bin ich nicht so alleine, das ist ja immer gut. Und ich fange jetzt an. Das ist ja quasi eine Lesung mit Musik und ich fange mit einem Stück Musik an. Es war in einer Regennacht auf einsamer Prärie. Die Cowboys saßen dicht gedrängt, nur Whisky wärmte sie. Kerle sind das hart und zäh, Lächeln im Gesicht und Worte, Sturm und Wolkenbruch, die machten ihnen nichts. Yippie-i-o, yippie-i-e. Okay, also das Buch, was ich heute vorstelle, ist mein neuer Roman. Galgenvögel liegen tiefer und ich bin ein Galgenvogel, wie man hier sieht. Und dann fang ab und zu hatte bei ihm wohl auch eine Mutter ihr Hausgeld gelassen. Johannes Eisen? Plärrte es ins Zimmer, so als hätte ein Güterzug eine Vollbremsung hingelegt. Da Johannes Eisen sich nicht bemerkbar machen konnte, wurde die Frage mit schriller Stimme erneut in den Raum geplärrt. Und noch einmal, plär, 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 bis schließlich John Pars Stimme zu vernehmen war. Ja, der liegt doch hier, haben Sie keine Augen im Kopf? Ja, woher soll ich wissen, dass das da Johannes Eisen ist? Johannes Eisen hörte förmlich, wie die Frau, der die Stimme gehörte, mit einem Kopfnicken auf ihn deutete, geringschätzig. Man hat mir nur gesagt, dass der vom Pferd gefallen ist und nicht, dass er da halbtot und steif wie ein Brett im Bett dahin siecht. Am Klang der Stimme konnte Johannes Eisen erkennen, was für eine Frau das sein musste, die da gerade in seine Vergangenheitsbetrachtung platzte. Diese Frau klang wie eine Duisburg-Frau. Immer aggressive Stimme, immer sind alle anderen doof und alles schuld. Die Duisburg-Frau, immer im Gefühl von jedem ständig haben wir hier Duisburg-Frauen etwa? Meine ich doch. Ich wiederhole das gerne, damit ich... Die Duisburg-Frau, immer im Gefühl von jedem ständig angegriffen zu werden, war die Verkörperung von Angriff. Die Duisburg-Frau wollte jedem Menschen eins mit dem Brikett in die Fresse hauen. Duisburg-Frauen wollten immer nur, dass es allen in ihrer Umgebung schlecht ging, damit sie selbst nicht merkten, wie mickrig sie waren. So erklärte sich Johannes Eisen diesen Typ Frau. Denn er hatte ihn von unseligen Kindertagen an gehasst. Seit jenen Kindertagen hatte er reichlich Gelegenheit gehabt, die Duisburg-Frau zu studieren, mit ihrem angeborenen, scheinbar gottgegebenen Recht auf schlechte Laune. Wenn die Duisburg-Frau nicht bereits eine Minute nach dem Aufstehen jemanden anpöbeln konnte, dann war sie nicht glücklich. Erst nach einer saftigen Beleidigung am Morgen lief der Kreislauf auf Touren. Der donnernde Angriff getarnt als Verteidigung, das war das Lebensmotto von diesem Typ Frau, der Duisburg-Frau. Wie konnte man nur so leben, hatte sich Johannes Eisen hunderte von Male gefragt, seit unseligen Kindertagen, seitdem er seine Mutter kannte eigentlich. Meistens hatte er seinen Vater verstanden, wenn er wieder voll wie Eimer, wie seine Mutter es nannte, vom dicken Kalli heimgetorkelt kam. Dann ging das Geplärre seiner Mutter zwar erst richtig los, aber Vater Eisen zielt sich ja ins Bett, um spontan in einen todähnlichen Schlaf zu fallen, der erst pünktlich zur nächsten Schicht endete. Die Duisburg-Frau wähnt sich immer im Recht. Die Duisburg-Frau hat zu allem und jedem eine Meinung. Die Duisburg-Frau muss jedem diese Meinung vor den Latz knallen. Die Duisburg-Frau sucht dauernd einen Grund, voll auszutreten. Das wollen wir doch mal festhalten.